Herzlich willkommen, ich bin's Laser und heute machen wir ein schönes Unboxing, finde ich. Ich muss noch mal kurz was richtig stellen zu dem letzten Unboxing. Da ist einem Zuschauer aufgefallen, der das unter meinem Video geschrieben hat, dass das hier nicht 7500 Diff-Öl ist, sondern 75.000er. Da haben wir uns vergriffen oder dachten, wir hätten uns verguckt. Ist uns ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Und ich dachte auch, von der Konsistenz würde das passen, weil das 5000 ja auch schon so dick ist. Aber ich bin extra nochmal hin in den Laden und habe nochmal 7500er geholt. Und wie wir sehen, ist das deutlich agiler als doch das dickflüssige. Also ihr seid spitze, dass ihr so gut aufpasst. Ich hätte da oder habt da jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, weil man hätte auch denken können, da ist einfach nur eine Null zu viel. Aber ist tatsächlich 75.000er. Aber ich muss sagen, ich habe 50.000er hier und das ist so zäh, dass ich das schon mit so einem kleinen Spachtel, den ich hier habe, rausholen muss. Und das hier ist doch dagegen ziemlich flüssig und deswegen war ich ein bisschen irritiert, dass das, ich konnte nicht glauben, dass das wirklich 75.000er ist. Ja, wie gesagt, scheint wohl so. Hier ist jetzt das 7500er, das ist deutlich flüssiger. Zwar nicht so flüssig, soll ja auch nicht so flüssig sein, aber das wird jetzt vordere Diff kommen. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit. Kommen wir jetzt zu dem Hauptunboxing. Das Hauptunboxing ist eine nagelneue Funke und zwar die Graupner Hot und zwar die X-8N. Eine super starke Funke, augenscheinlich bis jetzt. Ja, ihr könnt das vielleicht gerade schlecht sehen wie in dem Scheinwerfer, aber ich zeige euch die mal hier im Detail. Ich finde, die sieht richtig gut aus und fühlt sich auch von der Haptik richtig gut an. Ich habe die schon ausgepackt gehabt, habe die auch schon in der Hand gehabt. Ich muss mich hier an der Stelle auch mal wieder bei Staufenbiel bedanken für die Unterstützung mit dieser Funke. Zu erwerben ist die Funke momentan für 169 Euro. UVP-Preis ist hier 220, aber wie gesagt, sie wird momentan für 169 verkauft. Wir machen jetzt hier mal das Unboxing für die Funke und ja, ich zeige euch die mal und sage euch mal so ein paar Eckdaten. Also, wir haben hier eine Telemetriefunke von Graupner. Graupner sagt dem einen oder anderen was. Ich muss dazu sagen, ich bin mit Graupner aufgewachsen. Ich kenne Graupner seit meiner Kindheit. Das Problem bei Graupner ist, dass die wohl wie viele andere Hersteller auch, Robbe etc., wohl ein bisschen verschlafen haben, sage ich jetzt mal. Und jetzt hier mit neuen Sachen wieder auf den Markt kommen. Die sind so ein bisschen, man hat so ein bisschen nichts gehört von denen, muss ich sagen. Zumindest im K-Bereich nicht. Und das wollen oder wird jetzt wohl wieder sich ändern, hoffe ich. Und mit dieser Funke geht's los. Hier ist die schöne Bedienungsanleitung in Deutsch natürlich. Und ja, hier gibt's schon ein paar wichtige Sachen, die ich kurz erwähnen möchte. Und zwar, der Sender läuft mit 3,4 bis 6 Volt und hat eine Sequenzhopping von 2400 bis, keine Ahnung, FHSS hat die Funke, Reichweite ca. 500 Meter. Es gibt aber auch Empfänger mit einer Beschreibung, wo 2000 Meter steht. Das Tolle ist, mit dieser Funke können wir alle Hot-Graupner-Empfänger binden. Das heißt, wir können auch Flugzeugempfänger binden. Auch wenn die 12 Kanäle hat, werden trotzdem die 4 Kanäle freigeschaltet, weil es handelt sich hier um eine 4-Kanal-Funke. Und das ist natürlich richtig stark. Also wir können hier, wie gesagt, 4 Kanäle steuern. Das Tolle ist auch, die Empfänger, zumindest der Empfänger, der hier mit bei ist, der läuft mit 3,6 bis 8,4 Volt. Das heißt, wir können hier Hochvolt fahren und auch mit LiPo betreiben. Das finde ich richtig gut. Hier ist auf jeden Fall eine Reichweite von 500 Meter. Das werden wir auf jeden Fall testen. Ich werde euch in dem Review weitere Daten dazu sagen, weil ich kenne die Funke absolut noch gar nicht. Also hier sind bestimmt Sachen drin, wo ich mich noch gar nicht informiert habe. Was ich euch sagen kann, ist, dass wir, wie gesagt, alle möglichen Empfänger binden können, dass wir hier eine Telemetrie haben, dass wir, wenn wir einen Graupner-Regler zum Beispiel haben, wir direkt aus dem Graupner-Regler ohne zusätzlichen Kabelkram über den Empfänger den Regler programmieren können und auch auslesen können. Was kann ich euch noch sagen? Wir können die Funke umbauen von links nach rechts und rechts nach links, also auch für Linkshänder geeignet. Ebenso die Knöpfe, das zeige ich euch gleich noch alles kurz. Wir haben Telemetrie, wir können die Funke über den PC programmieren, so viel ich weiß, updaten. Es ist eine Speicherkarte mit dabei und. Also es ist so viel. Ich muss mich aber da erstmal selber richtig reinlesen, bevor ich hier falsche Sachen sage. Servoweg einstellen etc. etc. Also hier ist, das ist wirklich krass. Also die Funke ist wirklich mal ausführlich und wirklich auch, ja, hat viele Funktionen. Und
soll aber unpraktisch, also unkompliziert sein. Das heißt, im Betrieb soll der Betrieb sehr unkompliziert sein, wie mit anderen Funken, wo man dann erstmal ins Menü muss und großartig umstellen muss. Das soll hier nicht so sein. Ja, mal kurz so ein bisschen durchgeblättert hier durch die ganze Sache. Ach, hier haben wir nochmal die Ansteuerung, die möglich ist. Wie gesagt, durch die vier Kanäle können wir hier auch Crawler betreiben mit Vorder- und Hinterlenkung. Ja, und allem möglichen Kram. Seilwinden etc. etc. Alles machbar. Hier noch Beispiele, wie man was anschließt. Richtig gut. Auch für den Nitro-Bereich. Dann haben wir hier noch Notizen etc. und eine 24 Monate Garantie. Plus Hotline etc. Kommen wir zu Funke. Das ist sowieso das Wichtigste erstmal. Das Ganze war, wie gesagt, schon offen. Ihr seht oder ihr findet das anders vor. Bei euch wird das hier alles schön noch einsortiert sein. Wie gesagt, ich habe mir die schon angeguckt. Hier haben wir einmal Kabel, einen feinen Pin-Anschluss und zwei Servostecker, Ein- und Ausgang. Dann haben wir hier einen Stecker mit einem USB-Anschluss, wie wir das sehen können. Und hier steht USB-Adapter, USB-Schnittstelle für Graupner GM Genius ESC. Dann haben wir hier einmal das Netzkabel für die Funke selber. Dann haben wir hier eingeklemmt das USB-Kabel, was sehr schnieke aussieht. Dann haben wir hier einmal ein Teil mit einem Knopf, einem Schalter und noch einem Schalter. Dann haben wir hier eine Speicherkarte, und zwar einmal eine Micro-SD-Karte auf normale SD. Ist halt ein Adapter mit 4 GB, womit wir auch direkt in die Funke einspeisen können. Und ja, es handelt sich hier um eine Kingston Class 4. Dann haben wir hier einmal den Empfänger, der wirklich, also ich muss wirklich sagen, der ist wirklich süß. Der ist wirklich klein und ja, mir fehlen die Worte, also der ist wirklich winzig. Ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen kann. Ich nehme einfach mal eine SD-Karte dafür oder einen Adapter. Und jetzt guckt euch das mal an. Die SD-Karte ist größer als der Empfänger. Seht ihr das? Ich schiebe den mal ganz hier in die Ecke. So. Und jetzt haben wir hier noch die SD-Karte und hier vorne noch die SD-Karte. Guckt euch das an. Die SD-Karte ist größer als der Empfänger. Ja. Also das ist SD-Kartengröße. Das ist echt Wahnsinn, wie wenig Platz die nur noch brauchen. Ja, sieht hübsch aus. Hat 4 Kanäle, wie gesagt. Wahnsinn. Finde ich richtig klasse. Dann haben wir hier die Funke, das Herzstück der ganzen Sache hier. Achso, wir haben da noch was drin, sehe ich gerade. Und zwar ist hier noch eine Tüte mit einer Abdeckung. Ja, und das war es erstmal zu der Funke. Kommen wir zur Funke selber. Sie sieht ein bisschen brachial aus, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist super. Also ich finde, das ist schön groß, das Display. Hier ist auch noch eine Schutzfolie drauf, nicht wundern. Dann haben wir hier einmal die Seite, um das Ganze hier abzuschrauben und hier anzuschrauben. Da sind hier extra so eine Klipse, womit man reingehen kann. Ich probiere das mal kurz mit den Fingern. So, da kann man hier den Deckel abmachen, ganz leicht. Und dann könnte man das Ganze hier anbauen. Das heißt, wir können einmal für rechts und einmal für Linkshänder. Ich finde das sehr gut. Wurde mitgedacht, muss ich sagen, weil das sieht man immer seltener bei Funken, dass da an Linkshänder gedacht wird. Und dann sehen wir nämlich immer die Linkshänder. Moment, ich muss das mal kurz hier wieder ranklippen. So, das geht auch ganz leicht. Dann sieht man nämlich immer die Linkshänder, wie sie mit ihren Funken so fahren. Ne? Seht ihr vielleicht öfter mal. Und dann bringt das Display den Leuten nichts. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass man das dann auch hier anschrauben kann. So, nicht nur, dass hier die Lenkeinheit auf die Seite geschraubt werden kann. Nein, hier haben wir eine Klappe, die könnt ihr hier sehen. Das haben wir hier auch schon in dieser kleinen Tüte. Da können wir nämlich das Modul hier rausschrauben, was wir hier unter haben. Und zwar ist es das gleiche Modul wie das hier, so wie es aussieht. Ich guck mal eben kurz. Das, ja, das ist das gleiche Modul. Und dann können wir die Platte ausschrauben, das Modul einsetzen. Und dann können wir die Module entweder beidseitig lassen oder wenn wir uns sagen, gut, als Linkshänder störe ich jetzt die Knöpfe hier, dann können wir die rausmachen und die Klappe davor setzen. Ihr könnt das aber auch drinnen lassen, denke ich. Ja, das erstmal dazu. Das finde ich also richtig stark. Dann kommen wir zum nächsten. Was ich noch cool finde, ist, die ganze Sache wird hier mit einem Lipo betrieben. Das heißt, wir können hier den Lipo rausziehen, können ihn einmal so laden. Wir haben hier einen 1S Lipo, 2P, 4000 mAh, 3,7 Volt. Und
4000 mAh, Leute, das verspricht lange, lange, lange Laufzeit. Was ich gut finde, ist, wir können ihn hier rausziehen. Den können wir an unseren Adapter anschließen, an jedes mögliche Ladegerät und können den so laden. Oder wir lassen den Stecker hier drin. Hier wird auch nochmal angezeigt Plus und Minus. Was ich ganz gut finde, ist, wir können dadurch auch noch einen anderen Lipo eventuell benutzen, bei Bedarf. Ach so, hier, das Ganze ist hier auch noch gefedert. Das heißt, wir können hier den Akku reinsetzen. So, und dann wird er hier gefedert rangedrückt. Und dann wäre hier sogar noch ein bisschen Platz für einen etwas größeren oder breiteren Lipo. Aber 4000 finde ich schon absolut in Ordnung. Lange Laufzeit verspricht das auf jeden Fall. Wie lange, kann ich euch noch nicht sagen. Dann haben wir, was ich noch ganz toll finde an der Funke, hier unten einen kleinen Imbus. Und den haben wir auch hier am Griff. Das heißt, wir können, ich zeige euch das mal kurz in der Nahaufnahme, da die kleine Imbusschraube und hier, wir können hier den Widerstand erhöhen oder verringern. Und ebenso auch hier am Griff. Zumal ich auch gerade sehe, wir können sogar hier mit einem Imbusschraubendreher, glaube ich, sogar den ganzen Griff hier auseinandernehmen, so wie es aussieht, falls der mal kaputt gehen sollte. Also das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Das Ganze hier sieht auch hochwertig aus und nicht einfach so 0815 reingeklatscht. Das macht auch wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck. Also wenn ich hier den Hebel betätige, dann ist das sehr angenehm. Man kann, wie gesagt, durch die Mahnschraube das auch noch ändern. Auch hier das Lenkrad, schön beschichtet mit... Das Lenkrad ist mit Moosgummi überzogen und es ist, so wie es aussieht, auch fest. Weil ich, manchmal hat man das so bei billigen Funken, da ist zwar auch Moosgummi, aber das rutscht dann immer ab. Das sieht hier sehr gut verarbeitet aus. Man kann aber auch das Lenkrad hier tauschen. Hier ist nämlich eine Mahnschraube und dann könnte man sich eventuell andere Räder drauf machen, wenn man möchte. Ja, dann haben wir hier die Trim-Tasten, die fühlen sich gut an. Haben so einen Gummiüberzug. Also es ist jetzt nicht so direkt Plastik, sondern haben so einen Gummiüberzug. Dadurch sind sie ziemlich griffig. Mit den Handschuhen bleibe ich hier auch schon hängen. Also haben wir hier die Trim-Tasten direkt. Das heißt, wenn wir fahren und wir müssen mal kurz die Lenkung oder das Gas einstellen, dann können wir das über die Tasten schnell machen. Dann haben wir hier noch einen Schalter für PS1. Und dann haben wir hier noch einen Trim-Schalter, den wir drehen können. Für mich kommt oder sieht das aus wie ein Putti plus den Knopf. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Hier der Drehknopf und hier der Schalter. Dann haben wir hier noch Schalter. Einmal TR4 und TR5 plus PS2. PS2 ist ein Drucktaster. Hier sieht das aus wie Rechts-Links-Taster. Und hier oben genauso. Puh, die Funke hat so viel. Dann haben wir hier oben Knöpfe. Wie so ein Kontrollpanel. Das Design hat man vielleicht schon mal gesehen von einer anderen Funke. Hier die Knöpfe sind aus. Fühlt sich an wie Gummi, könnte aber Gummiüberzug sein. Fühlt sich auf jeden Fall nicht billig an. Hier haben wir Knöpfe zum Einstellen fürs Menü. Macht einen ganz guten, wertigen Eindruck. Was ich aber am besten finde, ist hier der An- und Ausschalter. Ich vermisse das mittlerweile, dass ein ordentlicher An- und Ausschalter und nicht irgendwie ein Druckknopf hier oder einfach nur ein Taster ist, sondern endlich mal wieder einen richtig vernünftigen An- und Ausschalter. Ja, jetzt haben wir auch schon die Funke einmal eingeschaltet. Hier steht, bitte wählen HF ein, aus. Puh, ich habe keine Ahnung, ich gehe mal auf aus. Ja, und dann sehen wir hier jetzt auch schon das Menü. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich möchte noch kurz was anderes zeigen. Wir haben hier eine kleine süße Antenne, die wir nach vorne drehen können und zur Seite. Zu uns hin nicht, weil ist ja sonst doof wegen dem Display. Oder aufgerichtet. Ist jetzt nicht so lang. Was gut ist, Richtung Modell. Ne? Wir fahren ja nicht zu uns, sondern Richtung Modell. Finde ich gut, können wir schön aufs Modell richten, wie wir fahren. Kommen wir noch kurz, hier ist ein Lautsprecher. Und kommen wir noch kurz zu dieser Stelle hier. Und zwar haben wir hier eine Klappe, die wir abnehmen können. Die ist hier vorne gummiert. Auch die Klappe selber hat hier so eine Gummischicht drauf. Das Ganze ist hier fest. Und dann haben wir hier, einmal wenn die Klappe zu ist, einen direkten Kopfhöreranschluss. Wenn wir sie abnehmen, können wir hier einmal die Funke aufladen, mit dem USB-Stecker verbinden, hier Daten übertragen oder mit Micro-SD-Karte arbeiten. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich zeige euch das mal auch kurz in der Nahsicht. Wirklich irre. Ich habe sowas bei einer Funke noch nie gesehen. So eine ganzen möglichen Anschlüsse, das ist ja wirklich schon wirklich Wahnsinn. Also
die Funken von heute sind wirklich krass. Ja, verschlossen wir das Ganze, indem wir das randrücken und das Ganze hält auch und fällt auch nicht ab. Man muss wirklich hier mit dem Finger kurz rein und rausziehen. Diese Gumminasen halten das Ganze wirklich sehr gut fest. Also da fällt nichts raus oder so. Ja, die ganze Funke mit Akku schon drinne ist wirklich sehr leicht. Also wirklich, wir haben hier eine sehr leichte Funke und ich möchte euch das auch zeigen. Wie gesagt, hier für die anderen Seiten, das kommt mal zur Seite, denn hier die Übertragungsgeschichte mit dem PC. Hier haben wir auch noch einen Reset-Knopf, so wie es aussieht. Und die USB-Geschichte. Das hier, da muss ich mich mal reinlesen, was das ist. Aber vielleicht ist das für die direkte Funkenverbindung. Und das hier vielleicht für Regler etc. Ich weiß es noch nicht. Oder der kommt, Moment, wir forschen mal kurz selber, ohne in die Anleitung zu gucken. Ich glaube, der kommt hier rein. Der Stecker kommt in die Funke rein, so wie es aussieht. Ist das hier ein Adapter? Ja, das ist fest. Das ist wohl für den Regler. Das für die Funke. Und das hier ist der PC-Port mit dem USB-Kabel. Aber das Ganze geht ja, wie gesagt, auch über Micro-SD-Card, denke ich mal, um Updates etc. durchzuführen. Der schöne Empfänger. Das Ladegerät. Das Ladegerät lädt unsere Funke mit Standby 0,5 Watt, bla bla bla, maximal 0,25 A. Okay. Wir holen jetzt mal eine Waage und dann testen wir mal kurz die Funke mit einer ganz normalen 8 Batterien Funke. Und zwar nehmen wir jetzt die Graupner mit dem Lipo drinne und stellen die mal drauf und kommen auf, ja, wie es auch angegeben worden ist, auf 500 Gramm. Und jetzt nehmen wir mal hier die DX2E mit 4 Batterien und da sind wir schon bei, mit, wie gesagt, mit 4 Batterien sind wir bei 428 Gramm. Und jetzt hier den Klopper mit 8 Batterien, nur mal als Vergleich, da sind wir bei fast 600 Gramm. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich die beiden Funken in der Hand habe, fühlt sich das wirklich sehr, sehr leicht an. Also die fühlt sich jetzt nicht extrem schwer an und ja, ist auch schön ausbalanciert in der Hand. Zu den Einstellsachen werde ich euch später was sagen, wenn ich das gemacht habe, wie meine Erfahrungen damit sind. Ich möchte euch jetzt nochmal kurz das Display zeigen, dafür hole ich euch mal näher ran. So, und wie gesagt, das Display ist für mich auch Neuland. Ich habe es mir nämlich selber nicht angeguckt, aber ich möchte euch mal zeigen, wie fein dieses Display aufgelöst ist, mit was für einer Auflösung wir hier arbeiten. Das ist doch wirklich schon schön. Ich probiere jetzt mal hier ins Menü zu gehen, wenn ich wüsste, wo das ist. Wie gesagt, ich habe die selber noch nicht bedient. Ah, hier. Hier ist das Menü anscheinend und hiermit gehen wir wohl wieder zurück. Okay, Menü, zurück. Hiermit gehen wir wohl durchs Menü. Nach oben. Oha. Oh mein Gott. ABS, Trim. Oh mein Gott. Uhr, FaceSafe. Wir können hier auch eine Uhr starten. Name, Mod, System, Tele. Oh, oh, oh. Ich muss mal hier kurz raus. Gehen wir mal auf die Tele rüber. Settings, Data. Okay. Empfänger, Daten, keine, okay. Okay. Mode auswählen. Oh mein Gott. Modellspeicher ist das hier wohl. 20, mal gucken, wie viele Modelle. 24 Modellspeicher. Ist ja auch schon Wahnsinn. Aber ich wollte gerade Start. Ich suche gerade was Bestimmtes. Hier sehen wir zum Beispiel, welche Seite wir sind. 1 von 4. Das heißt, wir haben hier 4 Menüpunkte und dann jeweils die ganzen Untermenüs. Da werde ich mich aber später mal reinfuchsen. Ich wollte euch das jetzt nochmal grob zeigen. Dann wird hier noch angezeigt, ich glaube, das hier wird wohl unser Akku sein. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich werde euch das aber alles nochmal genau erklären, wenn ich mich selber mit dieser Funke beschäftigt habe. Wie so gesagt, an so einem Unboxing, da will man einfach nur mal kurz die Funke zeigen. Wir gucken jetzt mal kurz, weil was mich bei dieser Funke sehr interessiert ist, als ich gehört habe, dass wir hier wirklich alle Hot-Empfänger binden konnten, fand ich das sehr interessant, weil es gibt auch Empfänger, die kosten nur 30 Euro und die können wir auch mit der binden. Da bin ich mal richtig gespannt. Es gab irgendwie, habe ich gehört, Probleme mit dem Empfänger und wir werden jetzt mal gucken, ob das wirklich der Fall ist. Wir schalten also die Funke einmal aus. Dann sagt sie hier noch irgendwie viel Spaß beim nächsten Mal oder so. Irgendwie verabschiedet sie sich noch, finde ich cool.
Und jetzt gucken wir uns mal kurz den Empfänger an. Hier steht immer plus minus wird hier angezeigt. Das heißt, wir werden auch so agieren. Hier habe ich ein Graupner-Servo, passt ja zu der Graupner-Funke. Das Servo ist übrigens, kommt das wohl aus meiner Jugend, so alt wie das ist. Aber wie gesagt, ich kenne aus meiner Jugend Graupner als Knüppelfernsteuerung und Servos. Damit bin ich, wie gesagt, aufgewachsen. Ich gucke mal kurz ins Buch, wie wir das anschließen. Ich will nämlich den Empfänger nicht durchhauen. Ich muss noch mal kurz was berichtigen. Ich habe nämlich gerade durch die Anleitung erfahren, dass dieser Stecker hier, den wir hier haben, der hier und dieser Stecker hier wohl für den Empfänger ist. Wir können also auch hier wohl auf den Empfänger zugreifen oder mit beiden. Zumindest habe ich das so halbwegs der Bedienungsanleitung bis jetzt entnommen. Kanal 1 und 2 ist für Verbrenner oder Brushless-Betrieb, ist 1 für die Lenkung und 3 und 4 sind für Sonderfunktion. Dieser Knopf, den wir haben, ist der Beinknopf zum Binden. Ich betreibe das Ganze jetzt mal kurz mit Strom. Den T-V, da können wir, so wie ich das gesehen habe, ist einmal für einen Spannungssensor oder für einen Temperatursensor gedacht. Und wir haben trotzdem hier noch die Kanäle alle frei. Finde ich gut. So, wir gehen jetzt mal mit dem Strom kurz hier rein, weil ich habe jetzt keinen freien Kanal. So, zack. Jetzt sehen wir, dass der hier blinkt, rot. Das Blinken kann mehrere Gründe haben. Das Blinken kann einmal sein, dass nicht gebunden ist. Es kann sein, dass ein Fehler vorliegt oder dass er in Binding-Modus ist. So, jetzt schalten wir die Fernbedienung ein und gucken mal, ob wir wirklich Probleme haben. Und jetzt müsste sich diese LED gefärbt haben in grün. Das hat sie auch. Weil grün bedeutet, der Empfänger gebunden ist und das ist auch der Fall hier. Und wir gucken jetzt mal, ja, funktioniert, für Gas und weg. Und jetzt haben wir hier, das Servo ist schon ein bisschen älter, jetzt gucke ich gerade mal was. Plus hier oben sehen wir jetzt den Empfang, das finde ich sehr interessant. Jetzt ist hier nämlich so ein Empfangbalken wie beim Handy, der uns wohl anzeigt, wie gut die Reichweite zu dem Empfänger ist. Das heißt, wenn wir die Funke wegnehmen, geht auch der Balken runter. Das kann ich natürlich jetzt hier nicht testen, weil das ja zu gering ist. Hier mit der Anzeige und so, das werde ich euch später, wie gesagt, noch erklären alles. Ich möchte nur mal kurz selber kurz was testen. Das ist hier die Lenkung, die jetzt auch funktioniert. Sehr gut, muss ich sagen. Okay. Man kann hier, glaube ich, alles einstellen. Das ist der Wahnsinn. Ja, hier wird das Servo jetzt stufenlos eingestellt. Und das funktioniert hier auch sehr gut, muss ich sagen. Okay, das ist hier die Trim-Taste. Das ist TR3. TR3 ist noch nicht programmiert. Das muss ich wohl mal programmieren. Wie gesagt, ich werde euch weiter nochmal einschalten und euch auch berichten, wie diese Funke sich einstellen lässt und wie meine Erfahrung damit war. Aber bis jetzt bin ich zufrieden. Also der Empfänger hat sich sofort gebunden. Ich hatte jetzt also gar keine Probleme. Es funktioniert alles ohne Probleme. Und ja, hat einfach gut funktioniert. Um das Binden wohl vorzunehmen, muss man hier einfach nur laut Bedienungsanleitung hier den Knopf drücken. Jetzt habe ich gerade rausgezogen. Jetzt seht ihr, jetzt piept die Funke, weil jetzt hat sie nämlich keinen Empfang mehr zu den Empfänger und dann fängt die hier an zu piepen. Wir machen mal aus. Viel Spaß mit ihrem, ich habe es nicht mehr lesen können, war zu schnell. Der Bindvorgang scheint hier auch ganz easy zu sein. Ich habe gerade mal für euch nachgelesen. Das Binden tut ihr so, wenn ihr jetzt einen neuen Empfänger habt, drückt ihr den Knopf und haltet ihn für 3 Sekunden gedrückt. Dann switcht hier die LED von rot auf grün und blinkt immer hin und her. Dann schaltet ihr die Funke ein, geht in das Menü RFZ. Geht da unter Receiver, löst den aus und dann müsste hier die rote Lampe erlöschen. Und wenn die grüne leuchtet, ist der Bindvorgang erledigt. Ja, so leicht soll das sein, laut Anleitung. Und ja, ich glaube da jetzt auch mal. Das Ganze hier ist schon vorgebunden gewesen, also ich habe jetzt hier keine Probleme gehabt. Und ja, klasse. Also echt super. Ich bin bis jetzt von der Haptik her, von der Haptik der Funke, bin ich wirklich begeistert. Ich finde das wirklich schön gemacht hier. Ja. Ich weiß nicht, sie gefällt mir einfach ganz gut. Ne? Kann man sie auch so hinstellen, könnte man auch hinstellen, aber dafür hat sie hier unten so einen schönen breiten Fuß. Ja, ich mag die Funke. Ne? Sieht schick aus, hat was. Ja, das ist die neue Graupner Hot.
X-8N. Und ja, ich bin mal gespannt auf das neue Modell. Das werde ich mir vielleicht dann auch mal holen zum Angucken. Ja, das war es erstmal mit dem Unboxing. Wie gesagt, weitere Sachen werden folgen in weiteren Videos. Und die Funke werde ich jetzt erstmal für alle meine Fahrzeuge benutzen, weil hier die Geschichte mit der Sache ist zwar ganz toll für den Crawler-Bereich, aber zum Bashen und so ist mir das mit dem Gasheben und so alles, das ist mir alles zu grob und auch mit der Lenkung. Ne? Das ist, weiß nicht, ich brauchte mal wieder jetzt was Ordentliches. Und da kam mir die Graupner genau recht. Das war's. Schaut auf die Einladung, das heißt Laser Time. Tschüss.